Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Julis Dresscode. Heute gibt es schon wieder ein Unboxing-Video und zwar mit der Glossy-Box. Und ihr wisst ja, aufreißen ist immer der härteste Teil. Das funktioniert bei mir auch nie so richtig. Wirklich? Jetzt weiß ich nicht weiter. Oh Mann. Ja, ich weiß nicht, bei anderen Menschen funktioniert das immer so schön, bei mir nicht. Naja. Jedenfalls habe ich diese Box hier zugeschickt bekommen von Glossybox und das ist eine Special Edition. Und zwar der King of Fashion wird jetzt auch King of Beauty. Und hier sehen wir ihn schon. Also die Box sieht ja schon mal mega stylisch aus, ja. Sogar hier ist noch mal ein kleiner Karl. Sehr schöne Box. Karl Lagerfeld und Model und Co. Model Co. Ich als Nicht-Beauty-Blogger kenne das leider gar nicht, aber wir können das ja jetzt kennenlernen. Oh, da drin ist er auch noch mal. Riecht auch interessant irgendwie. So, wie immer, nicht ins Heft gucken. Nicht gucken, nicht lohnen. Schöne Farben auf jeden Fall. Sieht schön pink aus. Dann gucken wir mal. Also hier haben wir ein Baked Plush. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich brauche mal viel Blush, weil ich bin weiß wie nichts. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus, die Farbe. Sieht man das? Mit so einem leichten Schimmer. Sehr schön. Was haben wir noch? Einen Lipgloss in so einem Kupferton. Und einen Lippenstift. Den mache ich gleich mal auf. Also Lippenstift interessiert mich immer ein bisschen mehr als Lipgloss. Irgendwie bin ich nicht so das Lipgloss-Mädchen. Ich weiß gar nicht warum. Ein schönes Rot. Sehr gut. Und was haben wir noch? Einen Liquid Eyeliner. Ich habe ja früher immer ganz viel Eyeliner getragen. Damals. Und mir so einen kleinen Ring auch immer gemalt. Aber inzwischen habe ich leider Falten. Und ob ihr es glaubt oder nicht, da funktioniert das nicht mehr so gut. Aber der sieht echt cool aus. Der sieht aus wie so ein Filzstift. Also vielleicht probiere ich es damit nochmal. Mal gucken. Dann haben wir noch ein Pinsel für das Puder, für den Blush. Und hier in einer schönen pinken Packung ein Lip Liner. Wahrscheinlich passend zu dem kleinen Lippenstift. Ich finde ja, bei rotem Lippenstift ist ein Lip Liner auch echt wichtig. Oh ja. Oh, der ist wie Butter. Richtig gut. Sehr schön. Und ich glaube, ja, das ist die gleiche Farbe, oder? Nee, ist nicht ganz die gleiche Farbe. Der hier ist ein bisschen mehr pink. Ja. Genau, und das war sie auch schon, die Karl Lagerfeld Glossy Box Edition. Mit 1, 2, 3, 4,
fünf, sechs schönen Produkten. Und sie sieht einfach mal so schön aus auch. Also wirklich richtig toll. Richtig, richtig hübsch. Ja, genau. Also die Flossy Box, die kennt ihr sicher schon alle. Die kommt jeden Monat. Zusätzlich gibt es immer noch die Special Editions. Was sie jetzt genau kostet, kann ich gerade gar nicht sagen. Aber ist auch egal. Es kommt auch ein bisschen drauf an, was für ein Abo ihr abschließt und ob es eben eine Special Edition ist, die ihr kauft oder eben das normale 3-Monats-Abo, ein Jahres-Abo oder mal nur eine Extra-Box. Aber ich verlinke euch das nochmal in die Infobox und dann könnt ihr einfach bei Glossybox direkt nachschauen. Und genau, die Card Edition gibt es jetzt auch noch eine Weile, also holt sie euch, weil ich finde schon allein die Box muss man haben. Die passt auch perfekt in mein Wohnzimmer. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, denkt an den Daumen nach oben. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar und abonniert einfach kostenlos meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.